Ja, herzlich willkommen zur heutigen Vorlesung. Wir sind jetzt hier beim fünften Foliensatz angekommen. Nachdem wir die Depositen und die Einlagen, Einlagensicherungssysteme besprochen haben, kommen wir jetzt zur Praxis des Kreditgeschäfts. Kredithandel, Kreditverbriefung ist eigentlich auch relativ einfach. Wir gehen jetzt mal so einige Dinge durch zum Kreditvertrag, einige Besonderheiten. Um auch mal zu sehen, was Banken bei Krediten noch alles mit vereinbaren können, welche Sicherheiten es da gibt. Und natürlich, sobald man in den Bereich des Corporate Bankings geht, also bei der Kreditvergabe an Großunternehmen, an Unternehmen im Allgemeinen, da kommen wir dann zu den Zusatzvereinbarungen, zu den sogenannten Covenants, die dann natürlich noch eine größere Rolle spielen, weil Zusatzvereinbarungen dann dazu führen, dass hoffentlich die Kredite besser besichert sind und es da Möglichkeiten gibt, das Ausfallrisiko zu reduzieren. Und dann gucken wir zum Schluss uns noch den Handel und die Verbriefung von Krediten an. Okay. Ja, fangen wir direkt an mit dem Kreditvertrag und den Grundlagen dafür im BGB. Das bürgerliche Recht kennt zwei Arten von Krediten. Das eine ist die Geldleihe, das andere ist die Kreditleihe. Was passiert bei der Geldleihe? Bei der Geldleihe stellt der Kreditgeber dem Kreditnehmer einen Geldbetrag zur Verfügung, während der Kreditnehmer sich natürlich verpflichtet, den Geldbetrag zurückzuzahlen und auch anfallende Zinsen zu begleichen. Der Unterschied zur Kreditleihe besteht darin, dass sich bei der Kreditleihe dass der Kreditgeber den Gläubigern des Kreditnehmers verspricht, die Schuld zu begleichen. Ich also verspreche, dass ich jetzt nicht Geld überweise an den Kreditnehmer, sondern ich verspreche dem Kreditnehmer, ich begleiche deine Schulden gegenüber einer dritten Partei. Dann habe ich eine Kreditleihe. Und dafür zahlt der Kreditnehmer eine Provision an den Kreditnehmer, ist also an der Stelle dann kein Zins, sondern eine Provisionszahlung. Üblicherweise werden sie aber natürlich eigentlich immer dann hier eine Geldleihe haben und keine Kreditleihe, natürlich vor allem bei den im Endkundengeschäft, im Retailgeschäft. Was passiert, wenn ich als Kunde einen Kredit haben möchte? Der Kunde stellt einen formlosen Antrag, die Bank prüft dann erstmal die Kreditfähigkeit und die Kreditwürdigkeit. Kreditfähigkeit ist etwas ganz Banales, aber natürlich für die Bank schon durchaus wichtig, nämlich erstmal die Frage, ist der Kreditnehmer überhaupt rechtsfähig? Also Sie können keinem 12-Jährigen einen Kredit vergeben und das ist das Erste, was geprüft werden muss. Kreditwürdigkeit ist dann eine spannendere Frage. Da muss ich mir überlegen, was für Sicherheiten hat er, was für ein Einkommen hat der Kreditnehmer oder der Kunde erstmal. Und dann erteile ich gegebenenfalls eine Zusage oder eine Absage. Wenn ich bestätigt bekomme, dass ich den Kredit auch in Anspruch nehmen möchte und das abrufe, dann kommt der Vertrag zustande. In einem Kreditantragsformular werden also die späteren Kreditbestandteile, Vertragsbestandteile vereinbart. Was sind das? Üblicherweise natürlich die Daten des Kunden, der Kreditbetrag, die Laufzeit, die Zinsen, die Nebenkosten und die Modalitäten der Bereitstellung und der Rückzahlung, Kreditsicherheiten, Kündigungsmöglichkeiten und weitere Bedingungen. Ich hätte Ihnen eigentlich mal meinen Hypothekenkreditvertrag mal mitbringen müssen, dann könnten Sie mal sehen, was da alles so drin steht. Also die wichtigsten Formalitäten sind natürlich Laufzeit, Schrägstrich Zinsbindung. Wenn Sie jetzt eine Immobilie kaufen, dann ist es so, dass Sie da die Zinsbindung vereinbaren und das ist dann letztlich auch faktisch die Laufzeit, weil wenn die Zinsbindung ausläuft, kann die Bank das Geld zurückfordern, Sie können dann kündigen und dann müssen Sie ablösen. Das Geld verfällt dann natürlich nicht, aber dann stellt sich halt die Frage, wenn dann jetzt noch Geld über ist, das Sie abzahlen müssen, haben Sie das Geld gerade parat oder nicht? So, also die Laufzeit ist natürlich wichtig. Dann die Zinsen, Höhe und Zeitpunkte, wann wollen Sie zahlen? Ist in der Regel, ist die Bank da flexibel? Also Sie können sagen, Sie zahlen zum 1. oder zum 15. oder zum letzten des Monats. Hängt so ein bisschen auch davon ab, wann Sie Ihr Geld bekommen als Kreditnehmer. Sie wissen ja vielleicht, Angestellte bekommen das Geld am Ende des Monats, Beamte am Anfang des Monats.
Das führt dann natürlich dazu, dass Sie Ihren Kredit vielleicht nicht bedienen möchten als Angestellter am 1. des Monats, sondern vielleicht am Anfang des Monats, weil Sie sagen, ich kriege am 31. mein Gehalt, dann kann ich am 1. auch die Rate bezahlen. Das sollte natürlich dann da abgestimmt sein. Kreditbetrag, Daten des Kunden, da wird das Übliche erhoben, aber nicht nur natürlich Adresse, sondern eben auch Beschäftigung. Wie lange sind Sie schon beschäftigt? Bei wem sind Sie beschäftigt? In was für einem Verhältnis sind Sie beschäftigt? Was für ein Einkommen haben Sie? Verfügbares Nettoeinkommen ist da natürlich wichtig. Welche Nebenkosten für den Vertrag entstehen? Und das ist tricky. Es gab mal eine Zeit, da haben Banken grundsätzlich eine sogenannte Bereitstellungsgebühr kassiert. Und dann gab es eine Entscheidung des BGHs vor 4, 5 Jahren oder so. Der hat entschieden, diese Bereitstellungsgebühr, also quasi, ich gebe Ihnen jetzt mal ein echtes Beispiel, Bank, meine Eltern haben einen Kredit aufgenommen für einen Immobilienkauf und die Bank hat 500 € Bereitstellungsgebühr kassiert. Und da hat der BGH gesagt, nein, also wenn ihr einen, das wäre quasi so, als wenn ich jetzt in ein Geschäft gehe, gegenüber zur Parfümerie, ich kaufe für 50 € ein Parfum und die Parfümerie sagt, und dafür, dass ich das hier hinstelle und dir das über die Theke reiche, nehme ich jetzt nochmal 5 € Gebühr. Eine Bereitstellungsgebühr, was soll das? Und da hat der BGH gesagt, nein, es ist rechtswidrig, Kunden können das zurückverlangen. Vor allem war das Schöne dann, dadurch, dass es dann diese BGH-Entscheidung gab, konnte halb Deutschland dann erstmal diese Bereitstellungsgebühren zurückfordern. Das habe ich dann gesehen, habe das dann für meine Eltern direkt getan und ich habe dann ein Schreiben, gab es dann im Internet, gab es Standardformulare, konnte man dann einfach nur die Bank einfügen und dann hat man das abgeschickt und dann gab es auch von der Bank, gab es sofort ein standardisiertes Antwortschreiben, so nach dem Motto, wir sehen uns keiner Schuld bewusst, aber wir sind bereit, Ihnen aus Kulanzgründen sind wir bereit, Ihnen, wenn Sie auf alle Ansprüche verzichten, sind wir bereit, Ihnen diese Gebühr zurückzuzahlen. Unterschreiben Sie bitte hier unten und dann kriegen Sie 500 € zurück. Gab es dann zurück, fertig. Und sowas läuft dann eben unter Nebenkosten. Nicht Nebenkosten jetzt im Sinne, beispielsweise, was für Nebenkosten haben Sie für Ihre Wohnung zu zahlen, sondern das sind Nebenkosten für die Bearbeitung und die Bereitstellung des Kredites. Und da ist es eben mittlerweile so, dass da einige Nebenkosten mittlerweile nicht mehr verlangt werden dürfen. Ist lustigerweise immer noch an vielen Stellen ein Riesenthema und beschäftigt teilweise die Justiz ganz massiv. Ich kenne das aus guten Quellen. Es gibt ja nun unterschiedlichste Banken in Deutschland und einige sind mal mehr, mal weniger übelst auf Kundenfang aus und haben auch mal mehr, mal weniger schlanke Prozesse. Und da gibt es einfach einige Pappenheimer, die haben quasi in jedem zweiten Kreditvertrag haben die etwas semi-legale bzw. sogar rechtswidrige Bestandteile. Wenn dann mal wieder eine BGH-Entscheidung kommt, dann haben Kunden quasi bei fast allen Verträgen haben die Möglichkeit, da was zurückzufordern. Ja? Also gerade bei dieser Bearbeitung, bei dieser Bereitstellungsgebühr, da ist einmal durch ganz Deutschland, ist bei allen Banken ist was eingegangen. Und deswegen, da war aber auch nach der BGH-Entscheidung war klar, da können sich die Banken nicht gegen wehren, deswegen haben die das alle zurückgezahlt. Wissen Sie, was da zurzeit ein Riesenthema ist? Was da ganze Gerichte, Amtsgerichte und Landgerichte von A bis Z echt den ganzen Tag beschäftigt beim Thema Bankwirtschaft und Kreditverträge? Irgendeine Idee? Wir sind schon am Diskutieren. Es geht in eine ähnliche Richtung. Da gibt es zurzeit wieder einige Dinge, die... Ich weiß es jetzt nicht genau, welche Bestandteile es sind, aber es geht auch wieder um die Frage, ob möglicherweise man da zurücktreten kann von den Kreditverträgen, weil da möglicherweise bestimmte Vertragsklauseln rechtswidrig sind. Und das versuchen zurzeit wahnsinnig viele, aber wissen Sie, vor welchem Hintergrund?
das sind die Finanzierungsverträge für die VW Diesel. Und die hoffen, da klagt zurzeit irgendwie fast, also gefühlt halb Deutschland, klagt da zurzeit und hofft, dass sie über den Umweg mehr oder weniger den Kreditvertrag für den VW Diesel sich da rausklagen können, um dann ein Rückgaberecht für die Karre zu haben. Weil dann ist mehr oder weniger, wenn dann die Finanzierung weg ist, dann können sie auch das Auto wieder zurückgeben und dann können sie sich da entschädigen lassen. Das ist tatsächlich so, da schwimmen einige Landgerichte, schwimmen da jetzt in den Klagewellen, wobei die alle wohl wenig Aussichten auf Erfolg haben, aber es versuchen halt alle. Auf diese Art und Weise, dadurch, dass man da aus dem Kreditvertrag rauskommt, da den VW Diesel sich dessen entledigen zu können. Das sind alles diese Feinheiten in den Kreditverträgen. Man ist klar, Autofinanzierung ist mit eines der wichtigsten, sagen wir mal, Kreditvertragsarten jenseits des regulären Dispo-Kredites. Ja, Modalitäten der Bereitstellung und der Rückzahlung. Das ist relativ unspektakulär eigentlich. Aber wenn Sie zum Beispiel bei einer Volksbank einen Hypothekenkredit aufnehmen, dann ist ja schon mal das Erste, dann müssen Sie da auch Genosse werden. Wenn dann sind Sie Genosse, dann haben Sie da ein Konto. Und die Frage stellt sich dann natürlich, auf welches Konto werden dann die Summen überwiesen, wann kommt das Geld wohin? Und auch das ist, also das ist eine Petitesse, aber das kann richtig teuer werden. Ein guter Freund von mir, der hatte jetzt letztens dieses Problem. Er hat sich für 500.000 hat er sich eine Wohnung in Düsseldorf gekauft. So, und wir waren dann zusammen im Urlaub. Und wir waren, war ja in Südkorea, ich wollte gerade Nordkorea sagen, das habe ich nur gesehen, in Südkorea. Und richtig cool. Das Problem war nämlich, er hat dann den Überweisungsträger mit der ersten Anzahlung oder der großen Anzahlung über irgendwie 150.000, 200.000 Euro, hatte er dann fertig gemacht. Und das ist schon eine Arbeit. Also ich meine, das können Sie nicht mehr im Online-Banking machen. Sie können ja nicht irgendwie sagen, ja, Online-Banking, hier überweist mal 200.000. Also ist er zu seiner Sparkasse in Düsseldorf gegangen, hat da die Überweisung fertig gemacht und ist da extra natürlich auch in die Filiale, also das kennt man ja heutzutage gar nicht mehr, hat dann den Überweisungsträger abgegeben und hat da gesagt, hier, das ist wichtig, das muss überwiesen werden. Und dann hat er im Urlaub, hat er dann da gesessen und jeden Tag im Online-Banking auf Aktualisieren gedrückt, denn er hat dann gesagt, ja, der Bauträger, die Wohnung wird noch gebaut, der Bauträger hat halt direkt gesagt, bis zu dem und dem Zeitpunkt muss das Geld da sein und ansonsten so und so viel Prozent Verzugszinsen. Und dann rechnen Sie einfach mal aus, irgendwie so 10-15% Verzugszinsen aufs Jahr, runtergerechnet auf einen Tag, aber mal 200.000 Euro. Das waren direkt pro Tag, waren das 50, 100 Euro, die pro Tag dann Verzugszinsen fällig geworden wären, wo er dann, er ist Jurist, hat direkt gesagt, wenn die Sparkasse das verbockt, die verklage ich, da gehe ich direkt hin, da sage ich denen hier, also das seid ihr schuld. Ich habe den Überweisungsträger richtig ab. Der hat mehrmals, hat er dann aus Südkorea bei der Sparkasse angerufen und unter Druck gemacht, wieso ist das noch nicht überwiesen? Ja klar, so ein Überweisungsträger ist halt, ne? Und vor allem, wenn sie einen Überweisungsträger über 200.000 Euro oder was das war, wenn sie den natürlich reinbekommen, der wird ja auch nicht einfach mal so eben ausgeführt, sondern da ist ja dann auch noch, da muss man dann eventuell auch noch gucken, Geldwäsche und was weiß nicht alles. Also Bereitstellung und Rückzahlung ist, das muss halt funktionieren und wenn nicht, wird es teuer. Ja. Ja, ja. Und was machen Sie, wenn Sie das nicht macht? Also das ist dann die... Dass die häufig das einfach nicht machen, zum Beispiel wenn man betrügt mit, ja, das ist keine Sparkasse, wo man überweisen, dann aber ja über Nacht immer, das summiert sich dann halt auch, wenn das überall Centbetrag ist, das ist ein Jahr schon ein Betrag, den die sich dann in die Tasche stecken. Wenn Sie, das ist ja der Idealfall und das, davon ist ja auch ausgegangen.
Aber das hilft Ihnen trotzdem nicht weiter, wenn Sie auf dem Konto sehen, da ist nichts passiert. Dann rufen Sie an und dann, ne? Also Bereitstellung, Rückzahlung muss funktionieren, ansonsten wird es halt teuer, weil Sie dann Verzugszinsen zahlen. Kreditsicherheiten. Wenn Sie allein schon zu Saturn oder Mediamarkt gehen und machen eine 0% Finanzierung, bei IKEA ist genauso, werden Sie auch gefragt, haben Sie ein Auto? Ja, nein. Und das ist an der Stelle nicht unbedingt sofort eine Kreditsicherheit, die verfänden Sie da natürlich nicht, aber es ist dann an der Stelle ist es ein Indikator dafür, wie kreditwürdig Sie sind. Es gibt eine Arbeit, eine Forschungsarbeit aktuell von Berg und ich glaube Puri im Review of Financial Studies. Die haben im Online-Banking bzw. bei, ich glaube, es ist so eine Art Fintech, ja. Bei einem Fintech haben die sind die auch noch was Pfiffigeres gekommen. Also das Fintech ist da drauf gekommen und die haben das mal getestet. Was würden Sie online, im Online-Banking, was würden Sie da als Indiz dafür nehmen, dass jemand kreditwürdiger ist als jemand anderes? Also es ist keine Sicherheit in dem Sinne, weil Sie nichts verpfänden. Aber wenn Sie gefragt werden, haben Sie ein Auto? Ja, nein. Haben Sie eine Immobilie? Ja, nein. Ist das ja ein Indikator dafür, dass Sie mehr Geld haben. So. Wissen Sie, was beim Online-Banking teilweise von Fintechs gemacht wird? Sehr pfiffig. Es wird geschaut, ob Sie sich mit Mac, iOS einloggen. Weil wenn die Webseite sieht, dass Sie ein Apple-Gerät nutzen, also insbesondere ein iPhone, dann können Sie davon ausgehen, dass Sie zu viel Geld haben. Und ist empirisch nachweisbar. Also Sie sehen mehr oder weniger, wenn jemand mit Apple-Gerät sich einloggt oder da irgendwas macht, sind Ausfallraten niedriger. Das ist ganz, ganz interessant. Das ist eine Arbeit von Berg und Puri. Ja, genau. Und Kündigungsmöglichkeiten, Sondertilgungsmöglichkeiten und so ähnliche Dinge. Das sind so die Sachen, die da drin stehen. Kreditfähig ist die Rechtsfähigkeit, natürlich mit der Geburt und die Geschäftsfähigkeit, in der Regel mit Vollendung des 18. Lebensjahres. Falls Sie das noch nicht wussten und falls Sie das vergessen haben oder nicht bei unseren Juristen gelernt haben, wovon ich nicht ausgehe, dann sollten Sie ja wissen, dass es einen Unterschied gibt zwischen der Rechtsfähigkeit und der Geschäftsfähigkeit. Und es so ist, wenn mich meine juristische Ausbildung nicht völlig verlassen hat, dass Sie also, wenn Sie noch nicht volljährig sind, bis zu einem gewissen Alter, es dann so unterschiedliche Stufen gibt. Sie wissen, dass es gibt so einen Taschengeldparagraphen, also wenn Ihre Eltern Ihnen als Zehnjährigen, wenn die Ihnen 10 Euro in die Hand drücken und sagen, kauft ihr was Schönes, dann können Sie natürlich auch solche Geschäfte abschließen. Wenn Sie jetzt in ein Geschäft gehen, Sie kaufen sich für 10 Euro ein paar Süßigkeiten, dann ist der Vertrag natürlich rechtskräftig und auch zustande gekommen. In anderen Fällen ist es so, dass die Verträge dann nur rechtlich positiv für Sie sein müssen. Also wenn Sie jetzt quasi irgendwie was geschenkt bekommen, dann können Sie das auch schon mit 6 Jahren. Wenn Ihnen jetzt jemand ein Aktiendepot gibt, das ist 500.000 wert und gleichzeitig noch Schulden dafür, über 200.000, dann geht das nicht. Ne? Also so ein Netting, was man da ja eigentlich, was unser eins vornehmen würde, sagen würde, ich kriege 500.000, muss dafür 200.000 bezahlen, habe ich immer noch 300.000 bekommen, das würde nicht gehen, weil das nicht ausschließlich rechtlich positiv wäre. Ne? Also Schulden können Sie zum Beispiel nicht aufnehmen, ne? Und Ihnen da irgendwie Verbindlichkeiten vererben und solche Sachen. Aber das ist alles hier eher uninteressant, weil wir gehen davon aus, wir gehen hier nur mit vollgeschäftsfähigen Personen um, unerkannt geisteskrank ist ja auch niemand. Also das ist mein Lieblingsfall immerhin in der Juristerei, unerkannt geisteskrank. Ne? Also eigentlich sind Sie nicht geschäftsfähig, Sie sind irgendwie geisteskrank, aber der andere konnte das nicht erkennen. Ne? Sie haben das also gut verschleiern können. Unternehmen und Körperschaften sind natürlich rechts- und geschäftsfähig, wenn sie als Personenhandelsgesellschaft oder juristische Person des privaten oder öffentlichen Rechts geführt werden. Also klar, auch Unternehmen können natürlich hier ein Kreditvertrag abschließen. Kreditverträge können durch Rückzahlung, Zeitablauf oder Kündigung beendet werden.
Was ist der Unterschied? Wenn Sie zurückgezahlt haben, sind Sie fertig. Wenn die Zeit abgelaufen ist, dann ist auch klar, dann ist der Vertrag auch erstmal abgelaufen, aber eventuell haben Sie noch einen Betrag offen, dann müssen Sie den nächsten Kreditvertrag abschließen oder Sie müssen das Geld ran schaffen. Das ist also der klassische Fall beim Hypothekendarlehen, wenn die Zinsbindung ausgelaufen ist, dann haben Sie, sagen wir mal, für die ersten 10 Jahre haben Sie dann die Zinsbindung und dann läuft das aus und dann haben Sie noch, sagen wir mal, irgendwie 100.000 Euro offen und dann müssen Sie entweder 100.000 Euro ran schaffen und abbezahlen oder aber Sie müssen den nächsten Vertrag abschließen und dann können Sie sich eher auch überlegen, ob Sie vielleicht umschichten und umschulden. Kündigung geht natürlich auch, aber was passiert bei Kündigung üblicherweise? Sie müssen Vorfälligkeitszinsen zahlen. Das ist ganz lustig. Den Fall habe ich jetzt aktuell. Ich habe einen Immobilienkredit, den löse ich jetzt vorzeitig ab und habe dann bei meiner Bank gefragt, also der würde jetzt noch ein Jahr laufen und habe gefragt, wie ist das denn, was müsste ich denn jetzt zahlen? Und habe dann, ne, also wäre schlimm, wenn ich das nicht könnte, und habe dann einfach meinen Excel genau ausgerechnet und was mich billiger kommen würde. Und der Unterschied, ne, also die Bank hat schon genau so gerechnet, der Unterschied wären 10 Cent gewesen. Also ob ich jetzt nun also ein Jahr lang noch Zinsen zahle oder ob ich die Vorfälligkeitszinsen zahle, haben da also einen Unterschied von 10 Cent ausgemacht. Dementsprechend, wenn Sie heute einen Kreditvertrag abschließen und der läuft noch 10 Jahre und Sie müssen über die nächsten 10 Jahre so und so 1.000 Euro Zinsen zahlen und Sie entschließen sich morgen wieder abzulösen, dann wird die Bank exakt genau den Endbetrag an Zinsen, an Vorfälligkeitszinsen verlangen, den Sie sonst über die nächsten 10 Jahre zahlen müssen. Also das ist klar, wenn Sie in dem Kreditvertrag drin sind, dann können Sie nicht nach einem Jahr sagen, ach, ich brauche den Kredit nicht mehr, ich will jetzt raus. Gut. Also zumindest in der klassischen Hypotheken-Sicht. Für Kredite mit vereinbarter Laufzeit ist das ordentliche Kündigungsrecht des Kreditnehmers im BGB geregelt. Für beide Seiten besteht durch die AGB und das BGB ein außerordentliches Kündigungsrecht, zum Beispiel wenn der Kreditnehmer falsche Angaben gemacht hat oder sich seine Vermögensverhältnisse oder Kreditsicherheit verschlechtert haben. Sie haben natürlich in manchen Fällen auch außerordentliches Kündigungsrecht. Auch da ist der klassische Fall dann natürlich wann gegeben, wenn... Ich hoffe, ich bin da jetzt nicht auf dem juristischen Holzweg, aber wenn Sie das zugrunde liegende Rechtsgeschäft, wenn das hinfällig ist, das ist beim Hypothekendarlehen natürlich die Immobilie. Wenn Sie eine Wohnung, ein Haus haben und Sie verkaufen das, dann können Sie natürlich dann kündigen. Und das, was ich hier gerade beschrieben habe, ist eben auch dieser Fall hier, wenn beim Autokredit, da zum Beispiel das Auto dann verkauft wird oder aber, dann fällt ja auch die Sicherheit weg, oder aber wenn da irgendwas anderes im Vertrag, wenn da eine Klausel rechtswidrig war und nichtig ist. Umgekehrt, wenn Sie natürlich Lügen und falsche Angaben machen hinsichtlich Ihres Einkommens, hinsichtlich Ihrer Vermögensverhältnisse, dann kann natürlich die Bank kündigen. Das ist umgekehrt auch möglich. Ja, und die Vorfälligkeitsentschädigung, die hatte ich ja schon. Na, irgendwie macht er das jetzt nicht. Gut. Kreditvertrag ist also relativ einfach. Gehen wir mal zu den Kreditsicherheiten. Das fängt bei den kleinen Krediten an, geht aber natürlich insbesondere oder wird insbesondere dann wichtig, wenn wir hier im Corporate Banking sind, wenn Sie Unternehmenskredite vergeben. Wenn wir Personensicherheiten betrachten, wird eine Person bzw. das Vermögen dieser Person herangezogen. Bei Sachsicherheiten kann der Kreditgeber im Verwertungsfall konkrete Gegenstände, Verwertungsrechte an Forderungen, Immobilien, Grundstücke, Ähnliches dann einfordern. Und wir kennen bei den Personensicherheiten die Bürgschaft, die Garantie, die Schuldmitübernahme oder die Patronatserklärung. Bei den Sachsicherheiten die Sicherungsabtretung, die Sicherungsübereignung, das Pfandrecht und das Grundpfandrecht. Und auf all diese Sachen gehen wir jetzt mal ein. Bei der Bürgschaft verpflichtet sich ein Dritter, die Verbindlichkeiten des Schuldners gegebenenfalls zu begleichen.
Bei einer gewöhnlichen Bürgschaft hat der Bürge erst dann zu zahlen, nachdem der Gläubiger erfolglos eine Zwangsvollstreckung in das Vermögen des Hauptschuldners angestrebt hat. Bei der selbstschuldnerischen Bürgschaft kann die Bank den Bürgen direkt angreifen und heranziehen. Und dann kann der Bürge anschließend versuchen, seine Forderung beim Hauptschuldner einzuholen. Unterschied ist also der, kann die Bank nur über den Schuldner an den Bürgen heran oder kann sie, wenn es selbstschuldnerisch ist, direkt auch an den Bürgen. Selbstschuldnerische Bürgschaft ist natürlich besser für die Bank, weil sie auch notfalls direkt den Bürgen heranziehen kann. Auch da, das ist jetzt relativ einfach, für die ganzen Details muss man sich dann entsprechend auch mit dem BGB mal auseinandersetzen und auch ins Handels- und Wirtschaftsrecht gucken. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, in meiner BGB-Vorlesung vor 18 Jahren war da auch also mein Jura-Professor, mein Zivilrechtslehrer, der hat dann an der Stelle dann auch erstmal weit ausgeholt und hat dann erzählt, was gibt es denn alles bei der Bürgschaft und was muss man da alles berücksichtigen. Und ich kann mich noch daran erinnern, zu der damaligen Zeit hat er dann groß und breit den Fall diskutiert, wie ist das denn bei Bürgschaften innerhalb einer Familie, wenn also letztlich Eltern zum Beispiel für die Kinder eine Bürgschaft abgeben oder Kinder für die Eltern. Da war es tatsächlich damals wohl so, da gab es eine Entscheidung oder zumindest die Diskussion, ob das sittenwidrig ist, dass das also nicht gehen würde. Und die Begründung war wohl die, dass argumentiert wurde, dass mehr oder weniger, wenn eine Bank ein Kind dazu zwingt, für die Eltern eine Bürgschaft abzugeben, dann ist das so ein bisschen, ist es sittenwidrig aufgrund der Tatsache, dass dann die Kinder sich genötigt fühlen, aufgrund dieser familiären Verbindung, die Bürgschaft abzugeben, obwohl sie es vielleicht eigentlich nicht machen möchten oder auch gar nicht können. Ja? Also da gab es wohl mal diese Sichtweise. Und ich weiß, mein Zivilrechtslehrer hat dann da wahnsinnig gezetert. Das wäre ja wohl der letzte Hohn. Und was für ein Eingriff in die Vertragsfreiheit wäre das denn, wenn man also jetzt noch nicht mal mehr als Kind seinen Eltern eine Bürgschaft gegenüber sein, für seine Eltern eine Bürgschaft abgeben könnte. Ja? Also könne ja auch nicht sein. Deswegen, also da gibt es natürlich riesige Themen noch auch im BGB und im Zivilrecht, die man da anschauen kann. Das brauchen wir ja auch an der Stelle gar nicht. Ne? Wichtig ist die Unterscheidung zwischen der gewöhnlichen und der selbstschuldnerischen Bürgschaft. Bei der Garantie verpflichtet sich der Garant, für einen bestimmten Erfolg einzustehen. Also die Rückzahlung oder Verzinsung des Kreditbetrages. Und die Garantie ist im Gegensatz zur Bürgschaft auch gar nicht gesetzlich fest geregelt. Sie erlischt nicht bei Rückzahlung des zugrunde liegenden Kredites und kann auch für weitere Verbindlichkeiten des Kreditnehmers als Sicherheit gelten. Schuldmitübernahme, da verpflichtet sich ein Dritter zusätzlich zu einem Schuldner für dieselbe Verbindlichkeit zu haften, das ist in 421 BGB geklärt, und bei der Patronatserklärung verpflichtet sich jetzt die Muttergesellschaft eines Konzerns, die Tochtergesellschaft stets finanziell zu unterstützen, sodass sie diese ihre Kreditverpflichtung erfüllen kann, ist also nur jetzt in einem Unternehmenskonzern von Relevanz. So, vier. Dann haben wir die Sicherungsabtretung, die Sicherungszession. Dabei wird eine Forderung oder ein anderes Recht vom Gläubiger auf einen Dritten übertragen. Und es wird dann unterschieden zwischen den Sicherungsabtretungen von Forderungen, zum Beispiel aus Warenlieferungen und Leistungen, Guthaben bei Kreditinstituten, und Sicherungsabtretungen von Rechten, zum Beispiel Gesellschaftsrechte und Grundpfandrechte. Für Banken sind natürlich die Sicherungsabtretungen von Forderungen interessant, also Grundpfandrechte wollen jetzt eher weniger haben. Und diese werden dann zwischen dem Gläubiger, der abzutretenden Forderung, das ist der Zedent, der zugleich Kreditnehmer ist, und der Bank, das ist der Zessionar, geschlossen, wobei zwischen stiller und offener Zession unterschieden wird. Was ist die Unterscheidung? Bei der stillen Zession wird der Schuldner der abgetretenen Forderung vom Gläubigerwechsel nicht benachrichtigt. Ich bekomme da nichts von mit. Ich wundere mich dann nur irgendwann, dass das Geld möglicherweise weitergeleitet worden ist, wenn ich das denn überhaupt mitbekomme. Bei der offenen Zession wird der Schuldner vom Gläubigerwechsel benachrichtigt und begleicht die Forderung direkt bei dem Zessionar. Was heißt das? Naja, passiert ja auch öfter schon mal, dass solche Forderungen übergehen. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Ich habe jetzt eine Immobilie verkauft, ich hatte vorher Mieter. Die haben an mich die Miete gezahlt, ich habe die Immobilie verkauft, die Mieter
müssen jetzt offensichtlich natürlich, weil ich ja nicht mehr Eigentümer bin, an den neuen Eigentümer überweisen. So, ja? Die Forderung ist übergegangen an den neuen Eigentümer. Der hat jetzt die Forderung an die Mieter. Ja? Ich hätte natürlich auch irgendwie das jetzt so regeln können, dass ich erstmal nochmal weiter die Miete kassiere und das weiterleite. Macht in dem Fall überhaupt keinen Sinn. Aber hier hat man das natürlich genauso. Ja? Die Bank hat jetzt einen Anspruch und hat eine Forderung. Und die Frage ist halt, geht es direkt an die Bank oder geht es dann über die Bank noch an jemand anderes? Bei Sicherungsabtretung von Forderungen aus Warenlieferungen und Leistungen können die Forderungen einzeln oder mit einem Rahmenvertrag laufend bis zu einer bestimmten Höhe übertragen werden. Und da gibt es dann zwei Formen, nämlich die Mantel- oder die Globalzession. Was ist das? Ach, irgendwie, das ist doch nicht richtig definiert hier. Bei der Mantelzession überträgt der Kreditnehmer der Bank bestehende Forderungen gegen bestimmte Schuldner und ersetzt erloschene Forderungen laufend durch neue, indem er der Bank eine Aufstellung über die Schuldner übergibt. Bei der Globalzession werden einfach alle Forderungen, zum Beispiel von A bis H, übertragen, aber nicht die genaue, also es ist nicht genau klar, welche, sondern einfach definiert ist von A bis H. Der Unterschied zwischen jetzt der Abtretung über die Mantelzession im Gegensatz zur Globalzession ist jetzt die, dass der rechtliche Forderungsübergang bei der Mantelzession, bei der Übergabe der Schuldnerliste und bei der Globalzession bei Entstehung der Forderung stattfindet, also früher. Wenn ich mich jetzt sage, ich übertrage jetzt Forderungen gegenüber Ihnen dreien, dann gehen die Forderungen erst dann über, wenn ich Sie drei auf die Liste gesetzt habe und die Liste übergeben habe. Bei der Globalzession würde ich sagen, die rechte Hälfte des Saals, Ihre Forderungen trete ich ab. Das heißt, sobald jetzt hier in dem rechten Raum oder im rechten Teil des Raumes eine neue Forderung entsteht, ist sie schon abgetreten. Das ist der Unterschied, ist dann natürlich relevant. Und da müssen wir auch ganz ehrlich sein, wann ist denn sowas überhaupt nur relevant im Insolvenzfall? Weil, ne, also wenn jetzt alles richtig läuft, dann gehen wir mal davon aus, da gibt es keine Probleme. Aber all diese Fragen werden dann erst kritisch, wenn es zu Streitfällen kommt. Und das ist meistens im Insolvenzfall gegeben, wenn nämlich die eine Seite sich fragt, was ist denn da eigentlich über? Und dann könnte es ja sein, dass es einen Unterschied ausmacht. Ist die Forderung schon entstanden? Ist sie schon übertragen worden? Oder ist sie zwar entstanden, aber ist das Unternehmen nicht mehr dazu gekommen, die Forderung abzugeben und abzutreten? Und dann ist sie noch in der Insolvenzmasse. Da ist es also wichtig. Ja, und bei Sicherungsabtretung von Gut haben Forderungen gegen andere Kreditinstitute, kann sich das andere Kreditinstitut über seine AGB ein Recht zur Zustimmung bezüglich der Abtretung vorbehalten. Sie wollen natürlich nicht, dass da einfach sowas abgetreten wird. So. Sachsicherheiten. Auch kann es Pfandrichter aus eigenen Forderungen gegen den Kreditnehmer geltend machen, die der Sicherungsabtretung vorgehen. Deshalb ist bei solchen Sicherungsabtreten eine offene Zession üblich. Bei der Sicherungsübereignung wird das Eigentum an einer beweglichen Sache des Schuldners zur Sicherung von Forderungen des Gläubigers übertragen. Die Sache verbleibt dabei beim Sicherungsgeber, der damit weiterhin seine Tätigkeit betreiben kann, LKW im Fuhrpark oder eine Maschine. Und es wird damit ein Besitzkonstitut, also ein Besitzmittlungsverhältnis begründet. Das ist die Sicherungsübereignung. Das Pfandrecht ist jetzt die Belastung einer Sache oder eines Rechts zur Sicherung einer Forderung. Die Bank verwertet gegebenenfalls den gepfändeten Gegenstand zur Begleichung ihrer Forderung und der Zinsen. Das Pfandrecht an einer Forderung kommt durch das Aufsetzen eines Vertrages der beiden Parteien zustande. Und dabei muss der Schuldner der Forderung benachrichtigt werden, weshalb in der Praxis die Sicherungsabtretung bevorzugt wird. Wenn allerdings der Kreditnehmer Guthaben beim kreditgebenden Institut hat, käme die Abtretung nicht in Frage, da die Bank somit sowohl Gläubiger als auch Schuldner wäre. Also da habe ich dann ein Pfandrecht. Gut, ist denke ich auch soweit klar. Das Pfandrecht an einem Wertpapier entsteht durch Einigung und Übergabe des Wertpapiers. Kreditinstitute bestimmen in ihren AGBs oft ein Pfandrecht für Wertpapiere, die bei ihnen verwahrt werden. Und bei dem Pfandrecht an beweglichen Sachen wie Edelmetalle oder Schmuck wird der Pfand ebenfalls der Bank zur Verwahrung übergeben. Kosten der Verwahrung trägt hierbei üblicherweise der Sicherungsgeber. Das sind eigentlich die Sachsicherheiten. Dann gibt es noch das Grundpfandrecht an einem Grundstück, an einer Immobilie. Zum belasteten Grundstück gehören Grund und Boden, alle Sachen, die fest mit dem Boden verbunden sind. Deswegen nennt man das Immobilie.
insbesondere das Gebäude, bewegliche Sachen, die dem wirtschaftlichen Zweck des Grundstücks dienen, eben auch Maschinen. Grundpfandrechte sind unter anderem die Hypothek und die Grundschuld, bei denen gegebenenfalls eine bestimmte Geldsumme aus dem Grundstück zu zahlen ist. Wer weiß zufällig, falls Sie mal eine Banklehre gemacht haben, sollten Sie es wissen, was der Unterschied zwischen der Hypothek und der Grundschuld und warum macht man heutzutage eigentlich nur eine Grundschuld und keine Hypothek? Obwohl wir immer von Hypotheken sprechen, ist es fast immer eine Grundschuld, die eingetragen wird. Ja? Ja. Die Hypothek ist an den Kreditvertrag gebunden und erlischt, sobald der Kreditvertrag abgelaufen ist, sobald die Schuld beglichen ist. Die Grundschuld ist losgelöst von der konkreten Forderung. Dementsprechend können Sie natürlich eine Grundschuld in den Kreditvertrag mit aufnehmen. Aber der Vorteil, was ist denn der Vorteil? Dann bleibt die Grundschuld bestehen, wenn Sie den Kredit abbezahlt haben. Aber was ist da der Vorteil? Ja? Abschlussprovisionen sind nicht das Problem. Was ist eher das Problem oder der Vorteil? Ja? Für die Bank ist das gut, Sie haben weiter die Grundschuld. Aber wenn Sie keine Forderung haben, also wenn Sie jetzt davon ausgehen, dass der Kreditvertrag abbezahlt worden ist, ist die Grundschuld für Sie ja auch nicht nutzbar. Aber welchen Vorteil hat der Kreditnehmer? Machen wir ein einfaches Beispiel. Sie kaufen ein Haus, sagen wir mal für 400.000 Euro, Sie haben eine Grundschuld drauf, Sie haben den Kredit abbezahlt und stellen dann fest, Sie müssen das Dach renovieren. Die Grundschuld ist noch im Grundbuch eingetragen, dann nehmen Sie bei der Bank nochmal wieder 50.000 Euro Geld auf, 50.000 Euro Kredit auf und Sie können dann problemlos sagen, hier, liebe Bank, gib mir nochmal 50.000 Euro, du kannst ja einfach in den neuen Kreditvertrag, kannst ja die alte Grundschuld nehmen. Ist zwar hoffnungslos übersichert, aber die Bank freut sich und sagt, klar, wir haben eine Grundschuld und dann kriegst du hier 50.000. Sie können also eine abbezahlte, löschungsfähige Grundschuld, können Sie dann verwenden, um nochmal wieder nachträglich später einen nächsten Kredit aufzunehmen. Denn das, was Sie sich dann sparen, ist die Notargebühren. Hypotheken, Grundschulden müssen im Grundbuch eingetragen werden, im Abschnitt, ich glaube, 3. Im Grundbuch. Das heißt, da stehen dann die eingetragenen Grundpfandrechte drin und Hypotheken. Und das Eintragen und das Löschen kostet eine Gebühr beim Grundbuchamt und es kostet Notargebühren. Und das sind dann teilweise 500, 600, 700 Euro. Die können sich dann sparen, wenn sie wissen, ich kann die Grundschuld später nochmal benötigen. Das ist der Unterschied und das ist der Grund, warum eigentlich heutzutage nur Grundschulden eingetragen werden. Kreditsicherheiten, genau, lassen sich dementsprechend auch hier als akzessorische oder abstrakte Sicherheiten einteilen. Akzessorische Sicherheiten hängen von der Existenz einer Forderung ab und erlischen automatisch, wenn die zu sichernde Forderung zurückgezahlt ist. Abstrakte bleiben bestehen. Bürgschaft, Pfandrecht, Hypothek zählen zu den akzessorischen Sicherheiten. Garantie, Sicherungsabtretung, Sicherungsübereignung und Grundschuld sind abstrakte Sicherheiten. Die sind nicht an das konkrete Kreditgeschäft, das darunter liegt, gekoppelt. Gut. Das sind die Sicherheiten. Die wird jede Bank machen. Wer von Ihnen hat denn eine Banklehre gemacht oder hat schon mal in so einer Kreditabteilung gearbeitet? Irgendjemand? Ja? Wie läuft das ab? Können Sie ein Beispiel mal geben, wenn Sie sagen, Sie wollen für 500.000 Euro eine Immobilie kaufen, ist ja leider nicht mehr so unrealistisch der Preis. Wie läuft das ab? Was macht die Bank üblicherweise? Okay, gut, bei Unternehmen kommen wir auch gleich noch auf die Zusatzvereinbarung. Bei einem Immobilienkredit läuft das
lief es zu mir, zumindest bei mir, relativ simpel. Ja? Nicht 500.000, um Gottes Willen, aber es wird klar gesagt, das ist der Preis. Wir schicken einen Kredit, Sachbearbeiter schicken wir mal darum, der guckt sich das an. Es fährt also tatsächlich jemand raus und guckt sich die Immobilie selber direkt real an und sagt, ja, ist okay. Also wenn es jetzt eine Schrottbude wäre oder wenn man sehen würde, der Preis ist viel zu hoch, würde die Bank wahrscheinlich sagen, eher nicht. Da fährt jemand raus und sagt, ja, Preis ist gerechtfertigt. Und was wird dann gemacht? Oder bei der Volksbank wurde das entsprechend so gemacht, es wurde gesagt, der und der Betrag kostet das. Wie wollen Sie es finanzieren? Habe ich gesagt, so und so viel Eigenkapital, Restkredit. Okay. Regel ist bei denen gewesen, die Hälfte des Kaufvertrages war der maximale Betrag, der über die Grundschuld besichert wird. Also 200.000 Euro, hier haben sie gesagt 100.000 Euro Grundschuld. Bis zu 100.000 Euro wird über eine Grundschuld besichert. Die restliche Summe musst du entweder Eigenkapital ranschaffen oder aber andere Sicherheiten. In meinem Fall dann, wunderbar, Beamtengehalt, unkündbar, mehr oder weniger, haben sie sich gefreut und dann haben sie gesagt, okay, wir schreiben jetzt rein, Grundschuld über so und so viel Euro und Einkommen. Nettoeinkommen wird auch verpfändet. Dementsprechend, wenn die Bank, wenn ich jetzt meinen Kredit nicht bezahlen könnte, kann also die Bank was machen. Sie kann erstmal schön über die Grundschuld an die Immobilie ran und sie kann auf mein Konto, kann sich mein Gehalt cashen. So, das ist dann das, was man dann so Schritt für Schritt dann an Sicherheiten einbauen kann. Zum einen natürlich Eigenkapital, das ist klar. Und der restliche Betrag dann über die Grundschuld. Und da hat aber die Bank klipp und klar gesagt, wir haben die Regel, wir besichern nur bis zu 50% des Kaufpreises. Und wir schicken jemanden raus, der guckt, ob der Kaufpreis gerechtfertigt ist. Alles andere machen wir erst gar nicht. So. Und wenn sie dann keine weiteren Sicherheiten haben, dann kriegen sie ein Problem, dann kriegen sie den Kredit nicht. In anderen Fällen kann das natürlich auch so sein, wenn sie mehrere Immobilien haben, dass sie dann eben wiederum die Grundschulden natürlich der anderen Immobilien nutzen können. Dann können sie sagen, ich habe hier eine Grundschuld, ich habe da eine Grundschuld, das ist alles abbezahlt, hier nehmt die einfach wieder heran, tragt die in den neuen Kreditvertrag ein und dann kriege ich dann da auch weiter Kredit. Ist nebenbei, das ist, also war ich ziemlich geschockt, die Immobilie, die ich verkauft habe, habe ich an einen Geschäftsmann verkauft, der kauft pro Woche gefühlt ein Haus. Der geht zu den Banken und der leveraged sich da zu 99% und der kauft eine Immobilie nach der nächsten, hat da irgendwie seine, es ist Wahnsinn, was da im Immobilienmarkt abgeht. Er hat direkt gesagt, wen steckt er als Mieter rein? Flüchtlinge und Monteure. Ja, die zahlen gut, wenn die nicht zahlen, schmeißt er sie raus, lässt er die Polizei einrücken. So gefühlt. Und der hat da genügend Handwerker und die Monteure lässt da gleich dann noch das Haus sanieren und hat also alleine in meinem Heimatdorf hat er drei Häuser gekauft, ja, innerhalb des letzten halben Jahres. Dachte ich auch so macht man das zurzeit. Also, ne, man ist ja eine einfache Rechnung. Macht einfach, der zahlt 1% Zinsen, holt sich vielleicht 5-6% Rendite raus, ja, mit Leverage. Wenn er den Kredit bekommt, scheint das zu funktionieren. Ja, Sie haben eine Frage. Mit Sicherheit zu 50% meinen Sie, Bank finanziert das Objekt nur zu 50%? Nein, finanziert zu 100%, gegebenenfalls. Nee, also ganz konkret, 200.000, 100.000 besichert über die Grundschuld, die restlichen x-tausend Euro, alles was darüber hinausgeht, nur über ein weiteres Pfandrecht, in meinem Fall auf das Einkommen. Meine Eltern hatten das mal gemacht, die hatten tatsächlich dann gesagt, okay, das eine Haus ist abbezahlt und für die andere Immobilie, dann nehmen wir jetzt die Grundschuld, die noch auf dem alten Haus sind und haben dann mehr oder weniger dann kreuz und quer irgendwie unterschiedlichste Grundschulden dann eintragen lassen, ja, um das dann zu kaufen. Ganz ehrlich, war jetzt auch eher, also weil ich das geerbt habe, war das eher unangenehm, weil ich musste jetzt zig Grundschulden löschen und das waren teilweise Grundschulden über 5.000 Euro. Ja, weil ich, wo ich mich auch gefragt habe,
ist halt alles irgendwie so aus den 80ern. Ja? Da hat man für 100.000 Mark hat man da ein Haus kaufen können. Ne? Das ist halt alles irgendwie ein bisschen, aus heutiger Sicht sind das irgendwie alles Pisselbeträge, aber naja, das war halt damals so. Ne? Deswegen, da waren Grundschulen, wurden über 5.000 oder 10.000 Mark eingetragen und das, dann wurde das alles kreuz und quer für die Besicherung genommen. Ja. Gut. Zusatzvereinbarungen, die sind wiederum wichtig bei Unternehmenskrediten. Die Idee ist letztlich die, Sie tragen in einen Kredit gegenüber an ein Unternehmen, tragen Sie einfach Zusatzvereinbarungen ein, dass, wenn sich bestimmte Unternehmenskennzahlen verschlechtern, dass die Bank dann mehr Rechte hat, dass der Zins höher ist oder dass dann einfach Sie Möglichkeiten haben, da auch eventuell vorzeitig rauszugehen. Das ist der einzige Hintergrund. Sie wollen sicherstellen, dass wenn das Unternehmen, wenn es schlecht läuft, dass Sie glimpflich aus dem Kreditengagement wieder rauskommen. Das sind im Englischen sogenannte Covenants. Die sind vertragliche Vereinbarungen für Bankkredite, aber auch bei Anleihen kennt man das auch. Und es gibt mehrere Arten von Covenants. Affirmative Covenants, da verpflichtet sich der Kreditnehmer, bestimmte Handlungen auszuführen oder zu unterlassen, bei dessen Nichtbeachten die Bank den Vertrag vorzeitig kündigen darf. Beliebtes Beispiel ist ein Affirmative Covenant, dass nicht zu viel ausgeschüttet werden darf. Also es darf jetzt sich nicht der Unternehmer selbst alles ausschütten und dann hinterher sagen, ah, jetzt bin ich pleite. Darf er sowieso nicht, aber da will auch die Bank vorher raus. Ganz interessant, kennen Sie vielleicht noch Beispiele für solche Covenants? Ein sehr schönes Beispiel kenne ich, das habe ich mal bei einem Wirtschaftsprüfer erlebt, bei einer der Big Five damals noch. Irgendeine Idee von, was darf ein Unternehmen möglicherweise tun oder muss es tun oder was darf es nicht tun, sodass die Bank nicht aus dem Kredit aussteigt? Ja? Sind eher Financial Covenants. Managementwechsel, das könnte schon eher sein, dass man sagt, also ihr müsst jemanden Neues reinholen oder ihr dürft bestimmte Leute nicht rausschmeißen oder ihr dürft euren Vorständen, Geschäftsführern nicht zu viel zahlen, solche Sachen, das wären auch Affirmative Covenants. Was sehr Schräges, aber das habe ich real gesehen. Prüfung durch den Big Five, Baumarktkette, sehr große Baumarktkette. Da war die Konstellation die, einer der Gesellschafter, einer der Eigentümer, der war eigentlich Wirtschaftsprüfer und dem gehört eine Wirtschaftsprüfungskanzlei. Und sein eigenes Unternehmen, er war nicht mehr bestellt, war also raus. Und das Unternehmen wurde jahrelang geprüft von der Wirtschaftsprüfungskanzlei eines Gesellschafters. Die Definition eines Interessenskonfliktes. Und als irgendwann es mal Finanzierungsschwierigkeiten gab, das Unternehmen, da lief es ja nicht so rund, da haben die Banken gesagt, gerne, ihr bekommt Kredite, aber wir setzen fest, wir bestimmen, wer prüft. Und wir führen jetzt erstmal eine vernünftige Regelung ein, wer prüft. Und dann haben die gesagt, Big Five, rotierend. Das ist ein ganz, ganz klassischer, aber sehr guter und simpler, sehr simple Affirmative Covenant, dass sie also sagen, also wir lassen uns nicht auf solche Spielchen ein, dass ihr euch weiterhin da eure Wirtschaftsprüfer aussuchen dürft. Also das ist ja wohl das Mindeste, dass ihr einen wirklich zu 100% unabhängigen Wirtschaftsprüfer nehmt. Auch an der Stelle ganz amüsant, das, was natürlich da auch dann klar war, vielleicht, wenn der eine oder andere schon mal bei einer Wirtschaftsprüfungskanzlei war, gerade so auch bei mittelständischen Unternehmen, ist das auch schon mal gerne. Die Wirtschaftsprüfer, wenn die wissen, dass die das letzte Jahr das Mandat haben und das nächste Jahr die, also ich mache jetzt mal ein Beispiel, dieses Jahr ist PwC dran, nächstes Jahr kommt Ernst & Young oder KPMG, Sie glauben gar nicht, wie grell die Wirtschaftsprüfer drauf sind, wenn die wissen, nächstes Jahr ist das Mandat weg. Ne? Die Wirtschaftsprüfer kamen jeden Morgen rein und kamen wirklich, Zitat, so, heute machen wir den Laden dicht. Ja, also die haben da ab dem ersten Tag haben die auf Insolvenzverschleppung haben die geprüft und waren also auch umgekehrt ein Interessenskonflikt. Ne? Also wenn sie wissen,
wenn sie den Laden dicht machen können, wenn sie da richtig hart prüfen, sorgen sie eventuell noch dafür, dass ihre Konkurrenz nächstes Jahr ein Mandat weniger hat, auch nicht so gut. Ne? Also das ist auch nicht so schön. Na gut. Financial Covenants, Event Risk Covenants, liegen eben genau Kennzahlen fest. Eigenkapitalquote, das hatten Sie ja gerade erwähnt. Ne? Bei dessen Über- oder Unterschreiten irgendwas eintritt. Und dann kann entweder nachverhandelt werden oder es darf vorzeitig gekündigt werden. Klar ist, wenn die Unternehmenskennzahlen zu schlecht sind, will die Bank raus. Ne? Und dann haben Sie ein Financial Covenant. Zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit der Kreditrückzahlung, die kann sich vergrößern, da die Bank den Kredit immer frühzeitig kontrollieren kann. Auch können Sie Gefahren begrenzen, die aus unvollständigen Finanzverträgen, aus Moral Hazard, das ist ja genau das gerade, was ich beschrieben habe, wenn da was entsteht. Und was sind da so einige Beispiele? Nichtbesicherungsklausel, Negative Pledge, der verhindert die Besicherung zukünftiger Schulden zum Nachteil des Kreditgebers. Und sie ist oft mit einer Positiverklärung verbunden, zum Beispiel verpflichten sich Grundstückseigentümer, ihr Grundstück nicht anderweitig zu belasten oder zu verkaufen. Gleichbehandlungserklärung, pari passu, stellt sicher, dass bei einem Konkursfall die Forderung der Bank mindestens gleichen Rang zur Forderung anderer Gläubiger hat. Cross-Default-Klausel erlaubt dem Kreditgeber, den Kredit zu kündigen, wenn sich die wirtschaftliche Lage eines Unternehmens, das mit dem Kredit immer in Haftungsverbund steht, verschlechtert. Außerdem berechtigt sie den Kreditgeber, bei Lageverschlechterung vereinbarte Eingriffe in das Unternehmen des Kreditnehmers durchzuführen. Dann greifen die Banken ziemlich stark rein. Letztlich das Bestimmen des Abschlussprüfers ist auch ein starker Eingriff in die Selbstbestimmungsrechte natürlich des Unternehmens. Der kann ja auch dann plötzlich nicht mehr selber frei entscheiden. So, das gibt es. Owner-Maintenance-Klausel gibt dem Kreditgeber die Möglichkeit, beim Eigentümerwechsel des kreditnehmenden Unternehmens einzugreifen. Disposal of Assets-Klausel. Dadurch kann der Kreditgeber den Verkauf von Vermögenswerten verhindern oder kontrollieren. Dividend Restriction verhindert Dividendenausschüttung. Auch die Investitionstätigkeiten eines Unternehmens können durch Klauseln beschränkt werden. Und Sie sehen an all diesen Dingen, das ist auch immer das, was regelmäßig diskutiert und eingesetzt wird, wenn es in Finanzierungsgespräche und in Restrukturierungsgespräche geht. Kennen Sie ein Unternehmen, wo Sie das gerade zuletzt vielleicht in den Medien gehört haben und wo das gerade ganz akut war und wo auch die Banken zugestimmt haben und die Finanzierer? Irgendetwas? Ich gebe Ihnen einen Tipp. Umkreis 50 Meter in die Richtung bei Vapiano. Die haben finanzielle Probleme, haben viel zu stark expandiert. Und da stand jetzt die Frage im Raum, weniger natürlich auch mit den Banken, klar, aber auch mit den Eigentümern, ob da Kapital nachgeschlossen wird, ob da die Finanzierung verlängert wird. Und das ist genau der Hintergrund, warum die gerade renovieren. Die haben jetzt Geld, müssen die Läden, die laufen oder die nicht laufen, müssen sie schließen, renovieren, umarbeiten. Und das ist, denke ich, auch sowas. Sie haben jetzt nicht ernsthaft an Starbucks gedacht, oder? Das hoffe ich mal nicht. Also, die. Kaufhof genauso. Bei Kaufhof, das wird auch, weil der Laden ist ja riesig. Die werden auch mit den Banken, werden die da die Gespräche geführt haben. Bei denen war es ja vor allem eher eine Frage Eigentümerwechsel und was der Neueigentümer da noch reinschießt. Ne? Ja. Was sind da so Kennzahlen? Eigenkapitalquote, Cashflow, Gesamtkapital, Rentabilität, das ist eigentlich selbst erklären, was man da ranziehen würde. Mitarbeiterzahl jetzt weniger, ne, sondern die Kernkennzahlen. Ja, dann kommen wir noch zu den Formen des Kredites. Was haben wir da noch alles? Wir unterteilen nach Fristigkeit und nach Kreditnehmergruppen. Wenn wir jetzt unterscheiden zwischen kurzfristig und langfristig, machen wir die Grenze bei 12 Monaten. Bis 12 Monate, bis ein Jahr ist kurzfristig, ab einem Jahr ist mittel- und langfristig. Und Sie sehen schon, was haben wir da bei den Privatkunden? Wertpapierkredit, Kreditkartenkredit oder den Kontokorrentkredit. Ab einem Jahr ist es ein Konsumentenkredit, ein Realdarlehen oder ein Bauspardarlehen. Bei den Firmenkunden gibt es mehr Arten an Krediten. Ne? Investitionskredit, Realkredit, Eurokredit, Schuldscheindarlehen, Kommunalkredit und ansonsten Betriebsmittelkredit, Überbrückungskredit und so weiter. Und auf diese ganzen Arten gehen wir jetzt ein bisschen näher ein.
Betriebsmittelkredit ist nicht sonderlich überraschend. Der wird genutzt, um Rohhilfs- und Betriebsstoffe und sonstige Betriebsausgaben zu finanzieren, also dafür, dass sie jetzt aktuell gerade die Firmenmaschinen laufen lassen können. Nun, üblicherweise werden natürlich aus den direkt dann daraus auch erzielten Umsatzerlösen zurückgezahlt und die Besicherung erfolgt dann einfach durch die Zession der Kundenforderung oder die Sicherungsüberhaltung von Lagerbeständen. Überbrückungs- oder Zwischenkredite, das sind die Notkredite, die Sie vereinbaren, wenn Sie gerade Finanzierungsschwierigkeiten haben. Wechseldiskontkredite, die können Unternehmen, die ihren Kunden Zahlungsziele durch Ausstellen eines Wechsels gewähren. Dadurch können sie diese Wechsel vorzeitig liquidieren, um länger mit dem entsprechenden Kapital auch wirtschaften zu können. Das ist, denke ich, auch nicht für jedes Unternehmen relevant. Bei einem Lombard-Kredit wird ein festgelegter Kreditbetrag in einer Summe zur Verfügung gestellt und die Verwendung von beweglichen Sachen und Rechten gesichert. Was ich da üblicherweise nehme für die Besicherung, sind börsenfähige Wertpapiere. Und dann habe ich den Effekten Lombard-Kredit. Also das ist die modifizierte Form des echten Lombard-Kredits mit dem Vorteil der schnellen und kostengünstigen Verwertbarkeit von Wertpapieren und im Nachteil, dass die Effekte, dass Effekten dann Wertschwankungen unterliegen, die natürlich die Besicherungssumme dann auch reduzieren können. Avalkredit, da übernimmt die Bank gegen eine Provision entweder eine Bürgschaft oder eine Garantie für die Verpflichtung des Kunden. Damit wird dem Avalkreditnehmer eine Kreditaufnahme bei Dritten erleichtert oder erhöht seine Glaubwürdigkeit bei Geschäftspartnern. Das klingt jetzt erstmal so, als ob es nicht so wahnsinnig relevant ist. Man muss da vielleicht ein bisschen auch abstrahieren von diesem deutschen Konstrukt des Avalkredites. Sowas haben Sie aber natürlich an wahnsinnig vielen Stellen, dass letztlich hier auch eine Bank eine Bürgschaft ausstellt für ein Unternehmen. Das haben Sie sehr oft, international auch in den USA kennt man das als Letters of Credit, die Banken ausstellen. Und vielleicht erinnern Sie sich noch an das Seminar, was ich Ihnen ja je regelmäßig immer nahelege, mal zu lesen, ist das Paper Shadow Insurance in Econometrica von Coyen und Yogo. Und dieses Argument von Coyen und Yogo damals bei Shadow Insurance vor ein paar Jahren war ja, dass Versicherer möglicherweise dadurch systemrelevant werden könnten, wenn Sie einen eigenen Rückversicherer haben, der eigene Rückversicherer irgendwo in einem nicht regulierten Drittstaat angesiedelt ist, Sie dadurch Ihre Kapitalanforderungen irgendwie künstlich reduzieren, aber Ihr eigener Rückversicherer in einem nicht regulierten Drittland Bürgschaften von Banken erhalten hat. Dass also die Kausalkette die ist, der eigene Rückversicherer der Erstversicherer hat Probleme, hat sein Kapital aber reduziert, weil er es durfte. Die Risiken liegen eigentlich beim Eigenrückversicherer. Das ist immer noch ein Konzern. Das ist also linke Tasche, rechte Tasche. Der Versicherer geht hops, aber eine Bank hat für den Versicherer gebürgt und er leidet dann plötzlich Verluste, die dann das Systemrisiko aus dem Versicherungssektor in den Bankensektor übertragen. Am Ende ist es natürlich eine Variante hier auch eines Avalkredites, dass also die Bank letztlich einer großen Versicherung, einem Versicherungskonzern, da gegenüber der Versicherung eine Bürgschaft ausgesprochen hat. Also das haben Sie nicht nur im ganz Kleinen, sondern auch relativ häufig im Großunternehmensbereich. Und bei uns nennt sich das Avalkredit. Bei Akzeptkrediten akzeptiert die Bank gegen eine Provision eine von ihrem Kunden auf sie gezogenen Wechsel, für dessen Einlösung sie haftet. Wechselbegünstigter ist der Gläubiger des Kunden, zum Beispiel ein Lieferant von Wagen, die weiterverarbeitet an den Endverbraucher verkauft werden. Dann haben Sie einen Akzeptkredit. Mittel, langfristig haben wir üblicherweise Investitionskredite. Sie wollen eine Maschine kaufen, bauen, Sie wollen eine Filiale aufmachen, dann holen Sie sich einen Investitionskredit und die Rückflüsse aus der Investition, die werden dann benutzt, um Rückzahlungen und Zinsen abdecken zu können. Realkredite dienen der Finanzierung von Bauvorhaben. Eurokredite werden von Unternehmen mit einem Kapitalbedarf im Millionenbereich genutzt. Und Geldgeber sind dann nicht nur Banken, sondern auch Notenbanken, Großunternehmen, Investoren aus aller Welt, wobei die kreditgebende Bank für ihre Vermittlung auch eine Provision erhält. Dann, wenn wir jetzt hier über Millionenkredite reden,
dann sind wir ganz schnell auch in dem Bereich, wo es sich um syndizierte Kredite handelt. Was sind syndizierte Kredite? Syndicated Loans. Was, ne, ist jetzt nichts Böses, ein Syndikat. Was ist ein syndizierter Kredit? Genau. Wenn, ich mache jetzt ein Beispiel, wenn BASF sagt, oder noch schöner, wenn ThyssenKrupp sagt, wir bauen jetzt in Brasilien für 2 Milliarden ein neues Stahlwerk, dann emittieren die eine Anleihe und dann nehmen die Kredite bei Banken auf. Aber da wird nicht eine Bank, das wären ja in dem Fall, könnten ja eh nur noch Deutsche Bank und Commerzbank sein, die das irgendwie stemmen könnten. Aber in der Größenordnung wird keine Bank das alleine tragen, sondern da werden sich mehrere Banken zusammentun und werden dann gemeinschaftlich als Syndikat diesen Kredit vergeben und dann nennt man das einen syndizierten Kredit oder im Englischen Syndicated Loans. Sind natürlich sehr wichtig, weil Syndicated Loans im Großkundengeschäft eigentlich die Regel ist. Gut. Die gängigsten Währungen, klar, sind Dollar, Yen, Euro. Schuldscheindarlehen wurden früher oft gegen Ausstellung eines Schuldscheins gewährt mit 1 bis 10 Jahren Laufzeit und zwischen 1 und 100 Millionen. Sie sind keine börsenfähigen Wertpapiere, sondern nur Beweisurkunden und deshalb nur bedingt liquide. Dafür kann ich aber auch die Vertragsbedingungen individuell aushandeln. Kommunalkredite sind relativ einfach. Die dienen der Finanzierung langfristiger Projekte von Kommunen, werden auch häufig als Schuldscheine vergeben. Vorteil bei Kommunen ist natürlich, die sind in der Regel ausfallsicher und deswegen hat man hier andere Bedingungen und dadurch ist auch die Besicherung hinfällig. Factoring ist eine besondere Kreditform. Beim Factoring ist der laufende Ankauf von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen durch spezialisierte Kreditinstitute. Dabei übernimmt der Käufer, der Factor, bestimmte Dienstleistungen, wie zum Beispiel die Debitorenbuchhaltung, Inkassowesen, Mahnwesen und so weiter. Der Käufer trägt gegen eine Gebühr das Ausfallrisiko und ich habe keine Sorgen mehr. Ich verkaufe einfach all meine Forderungen grundsätzlich an ein Factoring-Unternehmen und der Factor guckt dann halt einfach, dass er das Geld eingetrieben bekommt und dafür zahle ich eine Gebühr. Ich habe aber auch das Ausfallrisiko nicht mehr. Leasing ist jetzt die Vermietung oder Verpachtung von Gütern durch Finanzierungsinstitute oder durch die Güterhersteller direkt und der Leasinggeber übernimmt dabei die Unterhaltungskosten des Leasinggegenstandes. Was sind typische Objekte für Leasing? Was kennt jeder von uns? Ja? Autos und das zweite Beispiel. Müssen Sie einfach nur ein paar Zimmer weitergehen. Was ist klassischerweise geleast? Große Kopierer. Also große Kopiermaschinen, die sind auch sehr häufig geleast. Sie zahlen eine monatliche Gebühr dafür, dass sie da einen Kopierer rumstehen haben. Und wenn er kaputt ist, muss dann halt einfach das Ganze ersetzt werden. Lustigerweise, ich habe mich nie mit Leasing beschäftigt, aber was ich feststellen musste ist, sobald ein Auto ein bisschen teurer ist, ich habe mich immer gefragt, wieso eigentlich irgendwie so viele Leute mit so teuren Autos rumfahren. Ich glaube, heutzutage, das ist alles geleast. Ja, das ist alles irgendwie, also wenn der 18-Jährige schon mit dem dicken Benz rumfährt, ist alles immer Leasing. Ja? Riesengeschäft. Ja, kurzfristige Geldleihe an Privatkunden. Was haben wir da? Kontokorrent oder Dispositionskredit? Das ist der Dispo. Ne? Die werden auf dem laufenden Konto als Kreditlinie gewährt und sie sind nicht zweckgebunden und werden meist nicht spezifisch besichert. Allerdings verlangen Banken oft Nachweise über regelmäßige Zahlungseingänge oder machen die Kreditlinie vom Gehalt des Kunden abhängig. Interessant ist jetzt erstmal sich zu überlegen, dass also der Dispo-Kredit eine Kreditlinie und auch Unternehmen haben natürlich Kreditlinien, für die Bank also nichts anderes sind als einfach ein Kreditversprechen. Das Spannende ist aber, Sie müssen ja sehen, Kreditlinien können bei einer Bank auch für Probleme sorgen. Stellen Sie sich jetzt vor, Sie gehen alle heute an Ihr Girokonto und Sie überziehen alle Ihr Konto bis zur Grenze des Dispos oder sogar noch darüber hinaus. Das geht ja teilweise auch, dann zahlen wir Überziehungszinsen. Dann hat die Bank natürlich erstmal einen dicken Reibach gemacht, weil die Zinsen da ja recht attraktiv sind aktuell. Aber die Bank kann natürlich auch Probleme bekommen, weil durch das Ziehen der Kreditlinien wird dann natürlich auch massiv Liquidität abgezogen.
Also auch Kreditlinien müssen gemanagt werden und das muss in die Liquiditätsplanung der Bank eingehen. Ansonsten, wenn die da nicht aufpasst, kann die also letztlich an ihrem eigenen Erfolg ersticken. Das ist natürlich dann nicht so schön. Wertpapierkredite sind weitgehend identisch mit den Lombard-Krediten an Firmenkunden. Kreditkartenkredite erlauben es dem Kunden, bis zu einem bestimmten Höchstbetrag Waren, Dienstleistungen und Bargeld durch Vorlage einer Kreditkarte zu erwerben. Das ist also auch relativ simpel. Konsumentenkredite, Retail Loans. Ein Konsumentenkredit, die dienen der Finanzierung von größeren Konsumwünschen bis zu 25.000 Euro. Teilweise kriegen sie auch 30, teilweise auch 50.000 Euro. Und das Ganze wird besichert, üblicherweise durch Abtretung der Gehaltsansprüche, Bürgschaften oder Schuldmitübernahme oder auch teilweise gar nicht. Es gibt da auch durchaus Banken, die Retailbanken, die sind da richtig cutthroat-mäßig unterwegs. Die pflastern sie alle zu mit Post und bieten ihnen ohne Bonitätsprüfung und ohne weiteres Tamtam, bieten die ihnen einen Direktkredit, einen Sofortkredit bis zu 5.000 Euro an. Und die Idee ist natürlich schon die haben ein ausgefeiltes Mahn- und Inkassowesen die gehen einfach nur über die Masse. Ja, die sagen einfach, okay, wir gehen davon aus, wir haben deutlich höhere Ausfallquoten, aber wir setzen den Zinssatz so hoch und wir optimieren den ganzen Prozess so, dass letztlich auch 10% mehr Ausfälle uns nicht schaden können. Und da gibt es einige Banken, die haben sich darauf spezialisiert. Ne? Targo Bank, Santander Bank und noch einige andere. Und das kann man auch als Geschäft betreiben. Realdarlehen, das ist einfach das Hypothekendarlehen, wobei Sie ja jetzt mittlerweile mitbekommen haben, dass es üblicherweise dann über eine Grundschuld besichert wird. Bauspardarlehen werden im Rahmen eines Bausparvertrags gewährt und dürfen nur für wohnwirtschaftliche Maßnahmen verwendet werden. Ist jedem klar, wie eine Bausparkasse funktioniert? Wer weiß das nicht? Melden? Okay. Wer kann kurz erklären, wie eine Bausparkasse funktioniert und ein Bauspardarlehen? Ja? Also beim Bauspar ist es quasi klassischerweise so, dass eine Gesamtsumme haben, die heißt Bauspar, und die sparen Sie zur Hälfte zu 50% an. Also das ist quasi Ihr Sparguthaben. Ja. Das wird auch verzins. Ja. Aber niedriger üblicherweise. Ja. Das sind die anderen 50%, die Sie dann in Anspruch nehmen können und zurückzahlen. Ja, genau. Also Bausparkassen funktionieren so. Sie fangen an mit einem Bausparvertrag. Sie zahlen ein, sparen erstmal auf dem Konto zu verringerten Zinsen. Und wenn Sie dann irgendwann Ihren Sparbetrag erreicht haben, dann wird die Darlehenssumme ausgezahlt und Sie bekommen auch zinsvergünstigt das Darlehen und zahlen das dann den Rest dann ab. Bausparkassen funktionieren in der Regel so, dass sie alle einzahlen zu unterschiedlichen Zeitpunkten und das, was jetzt gerade eingezahlt wird in die Bausparkasse in der Ansparphase, wird dann gleichzeitig ausgezahlt als Darlehenssummen an diejenigen, die schon länger eingezahlt haben. Ist also so, ich will jetzt nicht von einem Generationenvertrag sprechen, aber es läuft, funktioniert halt über die Zeit, dass also die Leute, die jetzt aktuell einzahlen, die finanzieren vergünstigt die Bauspardarlehen, die jetzt gerade aktuell an andere ausgezahlt werden. Deswegen sind Bausparkassen, also man zieht sie üblicherweise eher in den Bereich der Versicherung als in den Bereich der Bankwirtschaft. Und Bauspardarlehen sind eben genau solche Darlehen, die in der Bausparkasse gemacht werden. Und dann haben sie da auch spezialisierte Kreditinstitute für. Ja, und der Vorteil ist klar, sie kriegen vergünstigt garantierten Darlehen. Und wenn Sie wissen, Sie wollen, sind jetzt 20, Sie wollen mit 40, wollen Sie bauen oder in 10 Jahren, dann können Sie halt so einen Bausparvertrag abschließen. Das Ganze ist natürlich an vielen Stellen dann vergünstigt. Okay. Das sind so einige Formen des Kredits. Dann kommen wir jetzt noch zum Handel und zur Verbriefung von Krediten. Was ist erstmal das Anreizproblem beim Kreditverkauf? Problem ist, ich als Bank, ich kenne ja meinen Pappenheimer, ich kenne den Schuldner. Ich kenne seine Bonität, ich weiß, wie sein Zahlungsverhalten war. Ich kenne ihn also besser als jeder andere. Dadurch gibt es eine asymmetrische Informationslage zwischen der Bank und einem potenziellen Käufer, der mir jetzt den Kredit abkaufen möchte.
Also wenn die Bank Teile ihrer Kreditrisiken verkaufen möchte, tritt das Problem auf, dass potenzielle Käufer natürlich befürchten, dass die Bank nur ihre Lemons verkaufen wird. Also die wird nur die schlechten Kredite verkaufen, weil die guten wird sie wohl behalten. Und dann müsste letztlich der Käufer eine erneute Kredit- und Bonitätsprüfung vornehmen. Und dann sind wir schon in der Situation, wo man eigentlich sagen muss, dann ist der Käufer letztlich auch wieder eine Bank, hätte das auch selber machen können. Und worin besteht jetzt der Vorteil für die zweite Bank, den Kredit überhaupt zu kaufen und nicht direkt selber zu vergeben? Also Kreditverkauf, Kredithandel leidet von vornherein unter der asymmetrischen Informationslage, dass sie eigentlich in der Modellsicht natürlich sagen müssten, naja, wenn A verkauft und B ist daran interessiert, müssen bei B eigentlich dann schon wieder die gleichen Voraussetzungen erfüllt sein wie bei der Bank A. Und dann hat B keinen Vorteil mehr. Also warum? Dann müsste es über einen Preisabschlag, über einen Haircut laufen. Also das ist alles irgendwie ein bisschen schwierig. So. So. Beim klassischen Kredithandel, bei den Loan Sales, werden der gesamte oder Teile eines Zahlungsstroms eines oder mehrerer Kredite verkauft. Dann gehen alle Rechte und Pflichten aus dem Kreditvertrag auf den Käufer über. Die Zustimmung des Kreditnehmers ist dazu üblicherweise nicht erforderlich. Und das merken Sie hoffentlich alle nicht. Wenn überhaupt, wird Ihnen das dann, also Ihnen allen hoffentlich wirklich nicht, weil wenn das passiert, dann kriegen Sie ein Schreiben meistens von dem Kassobüro. Da steht drin, Bank XY hat die Forderung gegenüber Ihnen an uns verkauft. Wir sind jetzt Ihr neuer Gläubiger, zahlen Sie oder wir kommen vorbei. Also das passiert natürlich. Der Kredithandel, der existierte bereits auch schon im 19. Jahrhundert, aber bis 1980 lag also das Handelsvolumen relativ niedrig. Problem war halt immer schon, wer soll das denn kaufen? Ja? Es sind ja eher die schlechten Kredite, die verkauft werden. Und wenn überhaupt, sind das Banken? Sogenannte Korrespondenzbanken, die handelten hauptsächlich untereinander und oft wurden nur Kredite verkauft, die oberhalb der rechtlich vorgegebenen Limite für einen Kreditnehmer lagen. Und da gab es dann eher keine Anreizprobleme. Und es gab natürlich immer schon den Fall sogenannter Bad Banks. Was sind Bad Banks? Man hat das in der Finanzmarktkrise und auch in den letzten Jahren immer nur verwendet, so ein bisschen als Schimpfwort, mehr oder weniger, das ist eine Bank, die ist quasi insolvent und die, also es wurde letztlich gleichgesetzt mit Zombie Bank. Ne? Eine alleine nicht fähige Bank, die pleite ist eigentlich. Eine Bad Bank ist aber eigentlich ein sinniges Konstrukt. Eine Bad Bank ist ein Kreditinstitut, das sich darauf konzentriert, schlechte Kredite aufzukaufen. Natürlich mit einem entsprechenden Haircut, also auf 100 Euro Kreditvolumen zahlen wir euch nur 60. Ja. Wenn 100 zurückgezahlt werden, dann ist das für uns gut. Wenn nicht, ist das jetzt unser Risiko, aber wir zahlen dir definitiv nicht 100% auf den Euro. Ja. Das sind Bad Banks, die sich einfach auf die Abwicklung und die Bedienung und das Management von schlecht laufenden Krediten, von Non-Performing Loans konzentrieren. Kennen Sie eine Bad Bank? Ja? Also ich weiß noch, dass die Deutsche Bank zurzeit wieder eine interne Bad Bank im Rahmen von 50 Milliarden Euro plant. Ja. Ja. Ne, das können Sie natürlich für alle Instrumente machen. Im Rahmen der Finanzmarktkrise wurden vor allem Bad Banks gegründet, um die ganzen, in Anführungszeichen, toxischen Wertpapiere, also die ganzen Kreditanleihen und die verbrieften Kredite, um die managen und abwickeln zu können. Eine klassische Bad Bank ist die Bank AG. Das ist die Bad Bank für den genossenschaftlichen Kreditsektor. Die Bank AG kauft letztlich von den Volksbanken die schlecht laufenden Kredite auf und verarbeitet diese dann für den Sektor. Das ist ein Beispiel. Das stieg dann so in den 80er, 90ern stark an. Es wurden dann auch vermehrt Kredite mit Non-Investment-Grade gehandelt und auch an Nicht-Bankenkredite verkauft. Es war vor allem auch die Zunahme der syndizierten Kredite, die dazu geführt hat. Und schon bei der Auflegung dieser Kredite wurden dann Teile weiterverkauft. Und da sind dann natürlich Covenants wichtig, um diese Informationsnachteile ausgleichen zu können, damit, wenn ich dann so auch als
Nicht-Bank so einen Kredit aufkaufe, ich trotzdem die Möglichkeit habe, mich über den Kredit dann zu informieren. Kredithandel ist also eigentlich möglich, es wird auch gemacht, aber ist natürlich stark in den Hintergrund getreten vor der riesigen Verbriefungswelle, die dann stattgefunden hat und die dann völlig zum Erliegen gekommen ist in der Finanzmarktkrise und seitdem wieder ansteigend ist. Die Grundidee ist die folgende. Eine Kreditgewährung verlangt ja oftmals Sicherheiten, zum Beispiel Abtretung von Forderungen. Und der Kreditnehmer benötigt Liquidität, kann oder möchte aber dafür keine Vermögensgegenstände verkaufen. Beim Factoring werden die Vermögensgegenstände ja tatsächlich verkauft. Und der Verkauf von Krediten und auch der Verkauf von Forderungen, der ist eben problematisch, weil der Käufer letztlich nie genau weiß, was da eigentlich drinsteckt. Und Realkreditinstitute refinanzieren ihr Kreditgeschäft größtenteils ja auch mit Pfandbriefen. Da geht das noch ein bisschen. Und deren Käufer erwerben jetzt Wertpapiere, die neben der Bonität der Bank auch über dingliche Sicherheiten des Kunden abgesichert sind. Sie wissen das, Pfandbriefe und Pfandbriefanleihen sind was? Das sind einfach Anleihen, die zusätzlich mit der Bonität des Emittenten noch mit weiteren, ja, üblicherweise Grundstücken und Grundstücksrechten zusätzlich besichert sind. Dadurch sind die besonders sicher, vermeintlich, und deswegen sind die besonders günstig und brauchen wenig Zinsen. Und Asset-Backed Securities, die vereinigen jetzt die Merkmale dieser beiden Arten, also Pfandbriefe, Factoring letztlich auch. Was tue ich nämlich? Ich nehme Vermögensgegenstände, ich fasse die in einem Pool zusammen und ich emittiere gegen diesen Pool an Vermögensgegenstände Wertpapiere, die einen Anspruch auf Zahlung aus diesem Gegenstand verbriefen. Die Frage, das ist ja relativ einfach. Ich nehme einfach, also ich könnte jetzt sagen, ich nehme Forderungen und ich presse diese Forderungen in ein Wertpapier und das Wertpapier ist jetzt zusätzlich besichert mit diesen Forderungen, die ich habe. Die Frage, die man sich dann eigentlich immer nur stellen muss, wie kriege ich das denn rechtlich sauber hin? Das klingt ja jetzt, auf dem Papier ist das ja klar. Ich habe irgendwie Wertpapiere oder Forderungen, ich verbriefe die, ich packe die zusammen in den Pool und ich emittiere Wertpapiere und verkaufe quasi Anteile an diesem Pool und die kann dann jeder kaufen. Das Konstrukt, das rechtliche Konstrukt, wie man das macht, ist eigentlich relativ einfach. Ich bin jetzt eine Bank. Ich habe Forderungen aus Krediten an Sie alle. Ich möchte aber einen Teil dieser Forderungen abtreten. Erste Möglichkeit ist, ich verkaufe jetzt die Forderungen an Sie vier. Da muss ich mir jemanden suchen, der die Forderungen gegen Sie einkauft. Schwierig aus Informationssicht, wegen der Informationsasymmetrie, der Käufer müsste sich also Sie vier angucken. Schwierig. Was ich jetzt mache ist, ich will Sie vier verbriefen, Ihre Forderung will ich verbriefen. Und wie tue ich das? Ich gehe her und gründe die Weißbank Verwertungs- und Verbriefungs GmbH. Ich gründe also eine Tochtergesellschaft. Ich verkaufe als Bank die Forderungen oder ich trete die vier Forderungen trete ich ab an meine eigene Tochtergesellschaft. Diese Gesellschaft hat erstmal natürlich eine total blanke Bilanz. Da steht links und rechts steht 0,0. Dann steht jetzt auf der Aktivseite Forderungen über, sagen wir mal, 1 Million. Die Tochtergesellschaft braucht jetzt aber natürlich 1 Million, die sie überweisen kann an mich als Bank, an die Mutter. Das heißt, die Tochtergesellschaft muss Kredite aufnehmen oder irgendeine andere Form der Finanzierung. Und das, was die Tochtergesellschaft macht, ist, sie emittiert Unternehmensanleihen, Corporate Bonds. Und die Unternehmensanleihen, das sind dann natürlich Anleihen der Weißbank Verwertungs- und Verbriefungsgesellschaft mit beschränkter Haftung zum Beispiel. Und dann kann jetzt der Rest des Raumes als Investor, kann jetzt eine Anleihe kaufen, zum Beispiel über 20.000 Euro, oder über 100.000 Euro an diese Verbriefungsgesellschaft. Und dann kann ich noch hergehen und vielleicht sagen, ich habe noch mehrere Klassen an Anleihen. Ich habe jetzt vielleicht eine Senior Tranche, eine Tranche bester Besicherung. Und da heißt es, als allererstes wird die Senior Tranche zurückgezahlt.
Wenn also Sie jetzt ausfallen und dann plötzlich die Verwertungsgesellschaft, die Verbriefungsgesellschaft Verluste hat, dann kriegt die Senior Tranche die Anleihe noch zurückgezahlt. Aber die unterste Stufe, die sogenannte Equity Tranche, die geht dann schon leer aus. Und so kann ich also unterschiedliche Klassen an Anleihen definieren und dann sagen, es gibt die Senior Tranche, es gibt die Mezzanine Tranche, die Equity Tranche und klar ist dann auch, auf die Senior Tranche zahle ich 3% Zinsen, auf die Mezzanine 4%, auf die Equity Tranche 8% Zinsen. Und so habe ich das rechtlich gelöst. Eine Zweckgesellschaft, so nenne ich das dann, eine Zweckgesellschaft gründen, eine Special Purpose Vehicle, eine SPV. Die SPV kauft von mir die Forderungen auf, emittiert Anleihen, im einfachsten Fall eine klassische Unternehmensanlage, üblicherweise aber so gestaffelt in Tranchen. Und dann habe ich als Bank meine Forderungen abgetreten. Und die Investoren können sich jetzt entscheiden, worin investiere ich denn. Und dann muss ich natürlich im Anleihenprospekt muss ich dann klar sagen, in dieser Zweckgesellschaft stecken 88.000 Kredite für Häuslebauer in Südflorida oder so. Ja, und die haben alles schön bezahlt und das sind die Daten. Und das ist vor der Finanzmarktkrise natürlich sehr extensiv gemacht worden. Alles verbrieft, alles aufgekauft und so weiter. Im Grunde genommen eine sehr pfiffige Struktur und Konstruktion. Die Probleme, die da passieren können, sehen Sie hier schon so ein bisschen raus aus dieser dann doch teilweise etwas komplizierten Struktur. Und das eigentliche Problem, nämlich, dass da immer noch die Informationsasymmetrie besteht, die ist nicht wirklich gelöst worden. Das, was gemacht worden ist, die Anleihen sind von Ratingagenturen bewertet worden. Und die Ratingurteile passten nicht so wirklich. Und dann haben die Investoren natürlich Probleme gehabt. Die Ratingagenturen haben die ja bewertet, was genau die eigentlich gemacht haben. Also scheinbar haben sie ja nicht so. Rating Shopping. Also man hat sich letztlich die Ratingagenturen ausgesucht, die einem auch das Ratingurteil gegeben haben, das man gerne haben wollte. Und das nächste Problem ist natürlich, die Ratingagenturen haben da auch einfach nicht vernünftig geratet. Die sind einfach davon ausgegangen, naja, das ist alles dreifach abgesichert und die Bank steht ja auch noch dahinter. Und wenn es da Ausfälle gibt, ja, dann ist das halt so ähnlich wie beim Pfandbrief. Da können Sie auch sagen, ne, selbst wenn das Grundstück weg ist, dann haben Sie immer noch den Emittenten dahinter stehen. Ne? Man hat halt nicht damit gerechnet, dass es überall flächendeckend wie ein Bombenhagel einschlägt. Ja? Dass zum einen die ganzen Kredite Schwierigkeiten hatten, weil der gesamte Immobilienmarkt Probleme hatte und dass dann die ganzen Emittenten auch noch Probleme hatte, weil die auch noch alle miteinander verbunden waren. Das war halt das große Problem. Also ob man dann unbedingt den Ratingagenturen da so den Vorwurf machen konnte, wahrscheinlich schon, das hätten sie auch berücksichtigen müssen, aber also mit dem ganz großen Big Bang konnte halt auch niemand rechnen. Gut, gucken Sie sich diese Struktur mal zu Hause an, dann können wir da beim nächsten Mal weitermachen. Haben Sie sonst noch Fragen? Ja. Also Sie sehen schon deutlich an den Marktvolumina, das ist in der Finanzmarktkrise komplett eingebrochen. Aber seitdem natürlich, das wird auch wieder gemacht. Man kennt ja mittlerweile auch die Probleme, die damit verbunden sind. Ne? Man hatte auch teilweise etwas andere Konstruktionen, aber also wer heutzutage noch eine ABS-Finanzierung macht, der weiß schon, wie er auch die Investoren davon überzeugt, dass da was Vernünftiges drinsteckt. Ne? Und dann werden Sie auch schauen, dass das vernünftig diversifiziert ist. Okay, wenn Sie sonst keine weiteren Fragen haben, dann sehen wir uns in 2 Wochen dann wieder. Gut, Dankeschön.